Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Und dann schauen wir mal, was liegt heute am Montag an. Krabbenfleisch, oh. Goldene Johannisbeeren gesammelt. Jagd auf Anführer. Perfekte Tier heute verkauft. Vanilleblumen muss ich sowieso sammeln. Widder gehäutet. Wölfe gehäutet, ja, Halleluja. So, Kopfgeldjäger. Lebendig fotografiert. Aha. Hier von New Hanover Leute abliefern. Und mehr als einer auf einmal. Ah, das riecht nicht danach, als ob ich das mache. Ah, Speziallager-Eintopf. Was essen und 20 Spenden. Das sieht einfach aus. Münzen finden, Pfeilspitzen und Sammlerstücke und Gegenstände. Nichtspielercharakteren. Könnte klappen. Schwarzmarkt-Distanz mit dem Wagen. Und mit 18 Pullen. Ja. Etwas im Wildnislager und legendäre Tür. Es sieht machbar aus, würde ich sagen. Dann fangen wir mal eben hiermit an. Einmal. Zweimal. Und jetzt gucken wir mal, ob wir was kochen können. Jawohl. Da müssen wir einen Stall rote Beete kaufen, ne? Und den hauen wir uns auch noch rein. Dann sollte ich mal eben die Waffen checken, bevor ich hier neues Öl abhole. Warum will er das hier nicht reinigen eigentlich? Seht ihr das? Geht nicht. Stehe ich hier zum nah woanders rum. So, jetzt aber. Ja, die ist schick gemacht, ne? Das hat auch richtig Lack gekostet hier. Eine. Ja, die brauche ich selten. Oh, die hat es richtig nötig hier. Dann holen wir mal hier den Spaß ab. Oh, morgen ist Dienstag, da gibt's Post von der Madame. Spenden. Na, hauen wir nur so Kleinzeug raus, oder? Alte Gerubbel hier, was keiner braucht. Ah, habe ich Federn. Da trenne ich mich ja ungern von. Wer weiß, ob man die nochmal braucht. Ja, so sehe ich es auch. Adlerfeder, nee, Löfflerfeder. Wachtelfeder. Braucht man vermutlich auch alles nie, ne? Seetaucher. Ja, das ist so. So Spezialgeschichten, da trenne ich mich ja äußerst ungern. Oh, Schwungfedern. Ich habe mal wieder nie aufgepasst, aber ich denke, jetzt haben wir's. So sieht gut aus, ne? Zeige ich euch mal eben. Händler. Alle drei Dinge schon erledigt. So, Münzen, Pfeilspitzen. Dann gucken wir mal eben. Ich habe nichts offen, glaube ich. Dann machen wir direkt eine Karte auf. Und zwar für Münzen. Gucken wir mal, wo es hingeht. Oh, super. Wo ist denn die andere? Aha. Ja, dann. Machen wir das doch so. Wir reiten hier zu dem Kollegen. Verkaufen mal eben die Felle. Weil ich jetzt echt... Eigentlich habe ich keine Lust da aufzuräumen.
Aber eigentlich müsste ich's, ne? Da kann ich ja vielleicht direkt was hin. Dann machen wir auch. Wir machen es doch anders. Holen wir eben hier den Kollegen ran. Oh. Die Knarre nehmen wir. Auch mal im Wienern. Hier. Ja, für alle, die neu sind, bitte abonniert den Kanal, lasst mir ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Ja, und, oh, da ist das da hinten. Ja, wie machen wir das? Wie machen wir das? Da oben ist mal keiner zur Abwechslung. Vielleicht fangen wir hier oben an, oder? So, ist hier unten auch noch einer? So, ist die Sache auch schon mal erledigt. Dann nehmen wir mal das Gerät hier. Und halten die einfach mal rein, ne? Noch einer. Also macht das doch keinen Spaß hier. Habe ich meine Knarre verloren? Ich wollte da mit dem Gerät hier aufräumen. Noch welche? Ich hätte den Kaffee erst austrinken sollen, was? Wenn der jetzt rum hier. Mal eben hier looten. Ja, oder auch nicht. Ja, die müssen doch irgendwas dabei haben. Aha. Denn ohne Gegner, ne? Können wir ja nichts looten. Nee, sonst hat Dinge sonst den hier leer machen, Kollegen. So, ich mal, dass sie noch was dabei haben hier. Und dann. Das glaube ich auch schon so gut wie erledigt, ne? Ach so, der ist verbrannt. Ja gut, dann geht das glaube ich nicht, ne?
Wenn der abgefackelt ist, da ist ja nichts mehr aus den Taschen zu holen. Müssen wir hier gucken. Da sieht man es, da liegt eine Karte. Die vibriert aber nicht. Und man hört auch nichts klimpern. Ich mache das deswegen erst leer, weil da manchmal steht dann da, dass ich hier die Gegend verlassen soll. Und deswegen will ich erst alles erledigt haben. Da liegt nämlich auch noch eine Karte. Und die Münze holen wir uns gleich auch noch. Boah, und hier ist auch noch was. So, und wenn das hier ist, dann ist das, meine ich, meist hier. Und dann jagen wir den Spaß jetzt in die Luft. Und dann sind wir hier fertig. Ich denke, hier sitzt noch keine vögliche Männerreaktion. Nee. So, dann verkaufen wir jetzt mal eben die Felle. Und reisen dann von da aus eben zur Schwarzbrennerei. Perfekte Fälle habe ich eigentlich immer irgendwas in der Tasche. Boah, jetzt noch so ein Überfall. Das wäre es eigentlich. Hier so ein Hinterhalt, so heißt das ja. Heute nicht. Heute, wo ich es gebrauchen könnte, ne? Ja gut. Leben ist kein Wunschkonzert. Oh! Den brauche ich. War doch was mit Widerhäuten, oder habe ich das falsch? Gucken wir mal eben. Ja, war doch so, oder? Hey, wait, you stopping? Da war's. Im Widerhäuten und deswegen. Da konnte man ja nicht Nein sagen jetzt, ne? Nice kill! Please, take a look. Oh, excellent quality. All right, let's have a look-see. So, 5 perfekte heute verkaufen. Okay, I'll take another one of those. Und dann nehmen wir noch... Oh, das kann auch alles mal weg. Waschbär irgendwo. Bisamratte? Ich hab da irgendwo. Aber jetzt bin ich ein bisschen. Da ist er. So much good hunt. So, ist das nämlich auch schon mal durch. Aufs Pferd steigen. If you see Harriet on your travels, please give her my worst regards.
Sind wir da? Okay, Papi, die brauchen wir nicht. Hier so ein Dingens gegen wieder, den hätte ich jetzt noch mitgenommen, oder? Hier, der hier manchmal auftaucht. Aber gut, dann ist das nicht so. Dann. Machen wir jetzt das gewürzte Krabbenfleisch. Hoffe ich. Da ist es. Womit ist eine egal, ne? Ackerminze findet man immer jede Menge. Einmal reicht. Oh, komisches Geräusch im Hintergrund, oder? Und den hauen wir uns auch schon mal rein. Ja, komm, machen wir noch Betäubungsmunition. Tierwecker kann auch nicht schaden. Ich habe mal wieder nicht mitgezählt, aber da müssen die 7 Klamotten ja gleich fertig sein, oder? Dann auf zur Schwarzbrennerei. Da sieht man es, 7 Dinge in einem Bündnislager hergestellt. Erledigt. Hatte ich überhaupt eine Charge angeschmissen? Könnte man auch so, bevor es fertig ist. Ich dachte, man muss immer warten. So, was ist denn hier bei Schwarz gebrannter Distanz mit dem Wagen zurückgelegt? Spieler, gut, das wird ja nichts. Und 18 Bullen verkauft. Gut, da müssen wir ja nur warten, bis er fertig ist. Das kann ja nicht so lange dauern. Dann checken wir mal eben hier die Münzen. Das hier ist gefühlt um die Ecke. Oh, das ist ja so ein Taschenhörnchen hier. Mein Gott, ich steige auf hier. Oh, Moment, 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 Moment. Da muss man mal eben hier... Aha. Ich weiß gar nicht, was hier liegt. Kann man das nicht so gut merken. Bin mal gespannt. Ah, auch eine Münze. Okay.
Oh, oh, oh. Da hätte ich ihn beinahe wieder platt geritten. Dann hier auch ein bisschen die Augen auf. Ab und zu gibt es auch hier einen Widder. Oder eben einen legendären Hirschen. Apropos Widder. Damit haben wir das Gold dann auch im Sack. So, was haben wir hier? Gold-Johannisbeeren sollten wir auch sammeln. 5 Stück. Futtern wir die mal eben hier. Was sitzt denn da hinten? Okay, alles klar. Dann hauen wir uns die Johannisbeeren auch noch rein. Und dann ist auch das im Sack. Das ist hier auch auf dieser gefühlten Sandbank hier, aber ich weiß es nicht. Naja. Da ist es. Dann holen wir uns das hier gleich auch noch. Oh, Mensch, das hätte ich ja beinahe übersehen hier. Und dann hoffe ich, ist der Schwarzbrenner-Kollege gleich soweit. Dann können wir nämlich die Ladung wegfahren. So, ist fertig. Super. Ach, Moment mal, wo ich gerade hier bin. Können wir mal eben checken, ob hier zufällig eine Pfeilspitze oder so rumliegt. Wäre auch zu schön gewesen. Aha. Wo sind sie? Da haben wir schon mal zwei, denn die Aufgabe ist ja, glaube ich, wieder ist da, 3 Vanilleblume, können wir da ja auch noch machen. Hagelt's heute aber das Gold, ne? Heute ist nicht ganz so schwer.
soll hier sein? Da höre ich doch das Schwein. So, wie viele Sachen haben wir denn schon erledigt? So, und dann? Ja, das war schon mal falsch. So, Naturkundler. So, wo ist das Tierchen? Ah, hier kann man sich ja schlecht verstecken, glaube ich. Ist er hier irgendwo drin? Oh, der macht ernst. So. Ja, das müssen wir jetzt ja mitnehmen. Können wir nicht liegen lassen. Aber wo liegen lassen? Apropos liegen lassen. So. Na komm, pack's drauf hier. So, schnell die Münze holen. Aha. Da sieht es so aus, als ob. Ich zeig's mal eben. Hier haben wir heute eine Schatzkarte. So, dann fehlt uns ja nur noch ein Wolf. 5 Vanilleblümchen, das kann man ja noch alles machen. Ah, hier irgendwo, ne? Der will nicht. Da ist es. Ich zeig's mal eben. Genau da. So, da mache ich direkt die Karte für die Pfeilspitzen auf. Ist natürlich da hinten, ist natürlich Mist. Aber das ist natürlich nicht so schön. Dann nehmen wir die da hinten schon mal mit. Sind wir ja schon fast da. Was ist das denn hier? Ah, hier unter dem Busch, ne? Da ist es. Also genau.
genau da. Oh, habe ich mal wieder was platt geritten hier. Dann habe ich da drauf getreten. So, dann fahren wir jetzt eben die Ware weg. Guck mal kurz. Oh, 31 Minuten, ja. Aber das könnte man in knapp 45 Minuten, denke ich, heute schaffen. I got something I need you to do. Batch ready to go. So, what shall we create? Dann machen wir das mal. Good, you have arrived. Bon, you are ready to drive, yes? Auf jeden Fall, und wie? Our clients are a little impatient for sure. We wish to make a good impression. These customers have shown they have some good taste. Their palate is simple, of course. But given their lack of culture, I have to admit that they have chosen well. These jugs will arrive quickly. Oh, Mann. In one piece. Wenn nicht immer so viel erzählen würde, oder? So, wo geht's heute hin? Also hier im Halbdunkeln. Dann nehmen wir doch mal schön die Kinokamera zur Hilfe. Oh, muss man ein bisschen aufpassen hier. Also Uhrzeit und Wetter, finde ich, ne? Da könnte man ja auch diesen... Oh, oh, was mache ich hier? In die Kinokamera. Da könnte man ja auch diesen komischen Hirschen hier antreffen, ne? Muss ich jetzt ein bisschen die Ohren spitzen. Weil wir müssen ja nur das Pheromon einsetzen und das Tier hier gar nicht jagen. Need to check your wagon. Ja, wir wollen nichts kaputt machen. Wir sollen 18 Pullen abliefern. What are you hauling? You can go. Can't have you stop here. Go on. Haben wir nochmal Glück gehabt, dass hier gut gelaufen hier. Schon da Geheule, jetzt noch so ein Wolf, das wär's. So, das hat ja schon mal gut geklappt hier.
So, wo wir gerade hier sind, gucken wir mal eben, ob da hinten zufällig noch was leuchtet. Nee. Sonst hat man ja hier schon mal das Glück. Dass da auch eine Pfeilspitze ist. Oder hier ein Pflänzchen oder so. Dann machen wir es jetzt anders. Wir wollen zurück zur Brennerei. Ja, so rum nicht. Oh, so rum. Dann reiten wir jetzt eben hier hin. Und checken dann da die verdächtigen Stellen. Und vielleicht finden wir da schon eine Pfeilspitze. Schauen wir mal. Gehen. Looking to make some money? I pay for praise. Dann kürzen wir hier ab. Geweckt. Das war natürlich auch gemein, ne? So, da liegt vermutlich eine Tau-Karte. Auch noch, oh, jetzt wird's aber hier was, ne? So, dann ist hier noch was im Kamin. Da war noch was zum Ausbuddeln. Tellerrand quasi. Da unten ist nämlich manchmal auch noch eine Pfeilspitze. Klar, heute nicht. Dann sagen wir jetzt dem Franzosen Bescheid, dass er mal eben die nächste Charge anschmeißen kann. Jetzt lauf hier. Denn mit ein bisschen Glück kriegen wir ja noch ein bisschen Rabatt, weil wir vorhin da was abgeräumt haben. We did a good deal on that batch, no?
Da, $40. Statt 50 wären wir schneller gewesen, wären es nur 30 gewesen. Na, da hau ich keinen Absinth für raus, das meine ich. Sag mal hier, komm, nehmen wir das, da haben wir genug von. Sehr agréable. Now we wait. So, mal fix auf die Karte geguckt. Wo ist die nächste Pfahlspitze? Alles klar. Die holen wir uns direkt. Das ist ja hier nicht weit. Was fehlt uns dann noch? 3 Stück. Ja, gut. Ja, wird schwierig. Ja, könnte klappen, ne? Händler ist durch. Uns fehlt ein legendäres Tier, das ist einfach so. Aber vielleicht taucht da hinten der Marmorfuchs auf. Denn ich habe auf Kopfgeldjäger, ehrlich gesagt, keinen Bock. Gas geben hier. Was sagt eigentlich die Uhr? Das ist ja noch früh am Tage. Leuchtet doch hier irgendwas. Klar, heute nicht, ne? Da leuchtet nichts, da leuchtet hier. So. So, wie lange geht der Spaß schon? Ja dann, auf nach Rhodes. Die andere Pfahlspitze einsammeln. Da ist sie. Jetzt in der Nähe von Gegnern. Okay. So, jetzt aber. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Da ist es. Oh, 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 oh. Ah, irgendwie will das Pferd nicht so. Wie immer gerne querfeld ein. Okay, wo ist er denn hier? Ah, hier, okay. So.
So, wo ist denn heute eigentlich die Madame? Ah, Emerald. Ja, dann. Kaufen wir mal im Karten nach. Oh, hier geht's gerade nicht. Auch nix. Wie kein freier Lagerplatz, was soll das? Muss ich jetzt erst da in die Richtung? Oh, 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 oh. Ja, das war knapp. Das war richtig mächtig knapp. Auch irgendwas, ja, wo ich gerade hier bin, ne? Zeit rennt mir sowieso davon. Was ist das denn? Ach, ich stehe davor. Das ist, wenn man unten, wenn man nicht liest, sondern einfach nur glaubt, zu sehen. Ich orientiere mich jetzt deswegen in diese Richtung, weil hier ja manchmal auch ein legendärer Fuchs ist. Klar, heute nicht. Warum auch, ne? Oh. Was haben wir da? Ja, das hebeln wir jetzt aus, dann schaffen wir vielleicht die Sammlerstücke. Das heben wir aus hier. Sind aber mehr als ich dachte. Was ist das denn? Denn ich sehe das ja manchmal gar nicht richtig. Ne? Oh, das ist aber auch gefährlich hier, oder? Da, da ist doch. Seht ihr das? Da ist ja irgendwas, was explodieren kann. Jetzt lass mich doch mal hier rüber. So. Damit haben wir das nämlich auch erledigt. Aber hier, dass hier ein Schiff ist, das habe ich ja... Habe ich das überhaupt schon mal gehabt? Schon schön abgerippt.
können wir ja gar nicht so gut, ne? So, Versteck geräumt. Und gleichzeitig die Sammlernummer erledigt. Auch gut. So, auf zu Emerald Ranch und dann checken wir mal eben bei der Madame, was da so abgeht. Schade, hier ist auch nichts. Da ist er doch schon. So, was fehlt uns denn überhaupt an Rollenherausforderungen? Ja, das wird ja nichts. Und Naturkundler, ja, da muss ich Glück haben. Und das ist das, was mir fehlt, ne? Ich wusste es. Kopfgeldjäger, gesuchte lebendig, 3 Stück. Da habe ich keinen Bock drauf. Entleis durch. Ja, und schwarzgebrannt, da wird nichts. Wir müssen Glück haben. I hear tell of your good deeds, but you do not have me. Have a look. Let's see the fruits of your labor. So, die 2 Dinger verhökert. Und jetzt sind wir mal so nett und kaufen massenhaft nach, oder? Also ein bisschen Geld zurückkriegt, die Nette. Ja, ich hatte... Oh, das war keine Absicht. Ich hatte gehofft, dass der legendäre Bison hier auftaucht, denn, mein Gott, wir sind schon bei über 50 Minuten. Das wird heute eine Stundenaufgabe, ich sehe das schon. Aber, wo ich ja fast immer Glück habe. Und das versuchen wir jetzt auch. In die kalte Ecke. Da könnte es dann was werden, oder? Und wenn nicht? Ja gut. Dann haben wir 8,5 Herausforderungen. Nee, heute ist er nicht da. Gefühlt ist er immer da, oder? Sonst habe ich immer Glück mit dem, ne? Ja gut, dann prüfen wir mal, ob hier noch Sammlerstücke sind. Anscheinend ist hier heute nichts. Dann geht's jetzt nach Hause.
dann spende ich den Spaß. Supplies are looking healthy right now. Wir haben ja genug dabei. Okay, then. No comment. Okay, this will have to do. Dann versuchen wir jetzt da hinten mal, ob der Biber noch auftaucht. Ein paar Minuten habe ich noch, bevor die PlayStation abschaltet. Denn bei 60 Minuten macht sie Schluss. Und wir sind jetzt bei 56, 34, 24. Ich gebe alles. Und wenn nicht, mein Gott, dann haben wir es fast geschafft. Ihr wisst, was fehlt und wie es geht. Die meisten haben Bock auf Kopfgeldjäger. Ich ja nicht so. Jetzt hatte ich gehofft, dass hier der Biber auftaucht. Nee, aber ein Puma. Da kommt er. Oh, 3 Sterne sogar. Zeit wird knapp. So, dann geben wir den noch ab. Und dann mache ich Schluss. Ich zeige es euch dann nochmal eben. So. Tägliche Herausforderung. Also, ein Wolf fehlt uns noch. Vanilleblumen haben wir auch nicht geschafft. Aber ganz ehrlich, Kopfgeldjäger für jeden, der Bock hat. Aber 2 Dinger annehmen, das machen wir nicht. Händler haben wir durch. Sammler haben wir durch. Schwarzgebrannt. Ja, geht halt nicht. Naturkundler. Tja, fehlt mir leider ein legendäres Tier. Das war's. Vielen Dank für euren Besuch. Bitte abonniert den Kanal. Lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son, play for fun.